In Spanien steigen die Corona-Infektionen. Aktueller Hotspot ist Katalonien. Die Angst vor einer zweiten Welle wächst. In Barcelona gelten seit vergangenen Freitag strengere Ausgangsbeschränkungen. Die Bewohner werden aufgerufen, ihre Wohnung nur in dringend erforderlichen Fällen zu verlassen. In der ganzen Region gilt eine Maskenpflicht im Freien. Die neuen Corona-Fälle versetzen auch Kataloniens Nachbarn in Alarmbereitschaft. Mallorca und seine Nachbarinseln möchten, dass Einreisende aus Katalonien in Quarantäne müssen. Auch Frankreich denkt darüber nach, die Grenze zu Katalonien und damit zu Spanien wieder zu schließen. Die Angst vor einem erneuten Ausbruch ist offenbar da. Katalonien ist in der Corona-Akutphase bereits angekommen. Die spanische Gesundheitsbehörde hat innerhalb der vergangenen Woche mehr als 7.000 neue Fälle registriert, die meisten davon in und rund um Barcelona. Treffen von mehr als 10 Personen sind nun verboten. In der ganzen Region gilt eine Maskenpflicht. Ich bin von der Sorte Teenager, die die Lage ernst nimmt. Ich denke auch, dass am meisten wir Teenager die Schuld tragen. Aber auch viele Erwachsene, weil sie nicht wirklich zu wissen scheinen, was passiert und sich nicht über die Konsequenzen ihres Handelns bewusst sind. Sie haben Dinge getan, die einfach nicht gut sind. Trotz aller Sorgen sind die Strände an der Costa Brava brechend voll. Das ist zu dieser Jahreszeit normalerweise kaum ungewöhnlich, doch die Urlauber stammen überwiegend aus dem Hotspot in Katalonien. Die Einwohner von Barcelona fürchten einen totalen Lockdown und sind an die spanische Küste gefahren. Viele haben dort Ferienwohnungen und haben den Appell der Regierung offenbar ignoriert. Von einer zweiten Welle sprechen die Behörden aber noch nicht. Um die steigenden Infektionszahlen unter Kontrolle zu bekommen, haben die Behörden in den Regionen Katalonien, Valencia und Murcia viele Clubs und Diskotheken vorübergehend geschlossen oder ihren Betrieb deutlich eingeschränkt. Auf Mallorca und Ibiza sind seit Mitte vergangener Woche sämtliche Lokale und Partyhochburgen dicht.